Nach 2 Wochen intensiver Arbeit ist die Fassade des Deutschen Post-Telekom-Gebäudes in Cottbus fertiggestellt. Die Künstler Christian Hinz und Philipp Eichhorn setzen das detailreiche Motiv des Lausitzer Künstlers Dieter Zimmermann um. Jeder Strich wurde konzentriert gesetzt und die Fassade besteht aus 4 farblich getrennten Bereichen: Gelb, Grün, Blau und Rot. Es gibt keine großen einheitlichen Flächen, sondern viel Feinarbeit, die das Kunstwerk lebendig wirken lässt. Also das Bild an sich war halt vorgegeben von Dieter Zimmermann und von Art Frontale. Die haben das eigentlich zusammen so entwickelt, weil es eigentlich 4 Leinwände sind, die er kombiniert hat. Und dann gab es einfach einen Austausch. Wir haben uns getroffen und über seine Arbeitsweise geredet, weil für uns halt ganz wichtig war, was will er eigentlich transportieren und was ist ihm wichtig, was ist vielleicht unwichtig, weil er hat ja doch einen sehr eigenen Strich und den genau zu kopieren, das ist ja unmöglich eigentlich. Also es wird sich ein bisschen verändern eben im Prozess und das war mir wichtig, eben mit ihm vorher zu klären, was ist okay, also was ist in seinem Sinne und wie kann ich dem möglichst nahe kommen. Dieses Projekt ist Teil des Kunstpfades, den der Kunstverein Art Frontale durch die Cottbusser Innenstadt schaffen möchte. Die Idee: regionale Kunst soll den Stadtraum bereichern und den Strukturwandel der Lausitz begleiten. Letztendlich ist ja so ein Kunst- und Bauprojekt, eine Malerei an der Fassade, super schön, weil das die Leute anspricht, die hier wohnen, die hier vorbeikommen. Also zum einen, klar, müssen oder gehen die Leute nicht ins Museum oder in die Galerie, sie sind damit konfrontiert. Und das Schöne ist, sie setzen sich damit auseinander. Also von, finde ich richtig blöd, bis total super. Aber dieser Austausch macht es ja so, dass die Leute stehen bleiben und sich damit, auch wenn sie es doof finden, zum Beispiel, damit auseinandersetzen. So, und das gibt die Möglichkeit, ein total großes Publikum zu erreichen und denen die Kunst näher zu bringen. Die Fassade ist nun ein echter Hingucker. Nicht nur ein künstlerisches Highlight, sondern ein Symbol für den Wandel in der Region. Art Frontale ruft weiterhin Eigentümer auf, sich zu melden. Denn jede Fassade könnte die nächste Leinwand für ein neues Kunstwerk sein.